Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück beim nächsten Part von Mario Kart 8 Deluxe plus DLC, also Welle 3 vom Streckenpass. Und damit sind wir wieder da. Genau, wie versprochen haben wir uns natürlich nicht die Mühe genommen, euch das jetzt nochmal zu präsentieren, weil wir ja auch versprochen haben, so schnell wie möglich die nächste Welle euch zu präsentieren. Genau, wir hatten ja gesagt, dass es vielleicht schwierig wird mit dem Termin, wann die nächste Welle halt dann erscheint. Genau. Und wir haben es jetzt zeitlich so für uns geregelt, dass wir jetzt endlich dann zeitnah, könnte man sagen, jetzt zeitnah den Weg gefunden haben, das euch jetzt zu präsentieren. Und ich würde sagen, wir machen das wie bei den anderen Wellen auch, dass wir die ganzen Cups von 50 bis 200 durchspielen. Und zum Schluss gibt es dann immer noch einen Bonus, dass ich halt noch ins Zeitfahren gehe mit deiner Wenigkeit. Genau. Die mich dann, begleitet. Unterstützt. Mental unterstützt. So, ich würde aber mal sagen, gehen wir mal direkt rein. Verlieren wir keine Zeit. Denn es sind wieder zwei neue Cups, wie in jeder Welle auch, dazugekommen. Und ich würde vorschlagen, ja, da sehen wir noch die ganze Reihe, aber wir wollen ja auf Seite 2. So, natürlich ist der Fahrer auch wichtig. Genau. Bin mal gespannt, mit wem du fährst. Ja, ich habe mich dazu entschieden, weil es wie bei den anderen Cups auch, wie wir das ja auch generell gemacht haben, ich glaube, in den 50er und 100er Klassen haben wir immer versucht, so ein bisschen die auszutesten, ein bisschen zu gucken. Genau, ein paar andere Charaktere mal zu nehmen oder so. Ich kann mal hier, mit wem bin ich denn noch überhaupt nicht gefahren? Donkey Kong zum Anfang? Doch, mit dem bin ich mal gefahren, aber ist schon ein bisschen länger her. Genau. Ja, ich bin am gucken. Ich würde mal gerne den Koopa nehmen. Ich glaube, den habe ich noch nie gehabt. Gucken wir mal mit den Stats. Achso, du musst bei L noch ausmachen. Ja, hast du. Genau. Okay. Ja, unser Fichtenbock war ja quasi so die Geheimwaffe dann meistens bei uns. Werden wir mal gucken, was man jetzt so nehmen kann. Wie gesagt, ich bin nicht so der Motorradtyp. Bin eigentlich mehr so der Karttyp. Ja, sind wir beide irgendwie. Also es ist Motorrad. Guck mal, ob man hier mit der Bolide, ja, aus Mario Kart DS, die er fährt, Mario, ob man da vielleicht was machen kann, aber die Haftung ist dann halt sehr am Leiden. Oder vielleicht den Blue Falcon. Sieht lustig aus, wenn da so ein Affe drin sitzt. Mit den Blätterreifen. Ja. Ziemlich viel Tempo, aber boah. So Gleiter kann man jetzt nehmen, wie man will. Einen Bowser-Gleiter nehmen oder. Bin ja meistens so ein Freund von dem Hyrule-Gleiter. Ja, ich auch. Den wir ja meistens immer nehmen. Passt auch zum Blue Falcon. So, dann gehen wir mal auf Seite 2. Goldener Turbo Cup hatten wir, Glückskatzen Cup hatten wir auch schon. Das war Welle 1, das ist Welle 2, Rüben Cup und Propeller Cup. Und jetzt neu in Welle 3 ist der Fels Cup und der Mond Cup. Ja. Der Fels Cup hat aus Mario Kart Tour, ist eigentlich fast immer dabei, ne? So Mario Kart Tour Strecke. Ja. London Tour, dann vom Game Boy Advance. Das müsste Mario Kart Super Circuit dann sein. Super Circuit, ja, genau. Buhutal, dann vom 3DS Mario Kart 7, der Gebirgsfahrt. Und der Blätterwald vom Mario Kart Wii, wo das erste Mal das Wii-Wheel benutzt werden konnte, ja. Muss man aufpassen, dass man kein Knoten in der Zunge kriegt mit Wii-Wheel. So, und der Mondcup, ja, den gucken wir uns dann gleich noch an. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Schön so mit dem Big Bender, London, England. Ja, wir haben ja auch gesagt, das ist ja auch immer so ein bisschen Sightseeing, so die 50er-Klasse und dann so ein bisschen noch die 100er-Klasse. Und dann fängt es schon an, so ein bisschen
haarig zu werden. Ich finde einfach, die Mario Kart Tourstrecken finde ich nicht schlimm, wenn sie mit eingebaut werden. Sie müssen nur Sinn ergeben. Also, ja. dass es halt auch mit der Mechanik passt und richtig. So, die halt Mario Kart 8 zu bieten hat. Ne? So, dann fahren wir jetzt zum ersten Mal durch London. Okay. Und die Strecke sieht aber sehr verwinkelt aus. Aber cool, ne? Wie die das wieder hier so designt haben. Ne? Bushaltestellen, diese typischen Telefonhäuschen. Genau, die Telefonhäuschen. Boah, okay. Hier gibt es zwei Wege. Einmal rechts, einmal links. Fahr mal hier durch die Einkaufsstraße. Oh, okay. Kettenhund. Oh, die Brücke geht runter. Geht die ganze Zeit runter? Ne, die geht wieder hoch. Die berühmte London Bridge. Okay. Heißt die London Bridge oder London Bridge? Ne, London Bridge wird die geschrieben, aber gesprochen ist halt Englisch. Ne? Britisch hört sich immer ein bisschen anderes Englisch an als Amerikanisch. Ja. Okay, mich, dann fahren wir mal hier lang. Hier ist auch ein Kettenhund. Ja, genau, der auch noch. Boah. Hier ist auch noch ein Kettenhund. Ey, wie viele Kettenhunde haben die denn hier in London, ey? Hä? Das ist ein Yoshi. Boah. Da war ja klar. Ey, ich wollte nur eben noch kurz sagen, für mich hört sich ja das britische Englisch immer so ein bisschen näseln an, als jetzt das amerikanische Englisch. Ja. Okay. Kann man das sagen, dass amerikanisches Englisch sich auch so ein bisschen weicher anhört? Oder ist das eher das britische Englisch? Nee, weicher würde ich eher das britische Englisch sagen. Weicher, vom Klang her. Ja, das ist immer so, wenn die dann halt you sagen, im Englisch, also im Englischen kennt man jetzt in der Schule, das ist meist in den meisten Fällen das amerikanische Englisch, was man beigebracht kriegt. Wenn es jetzt das britische wäre, dann sagen die nicht you, sondern da sagen die you. Also die runden das U nochmal voll ab. Ah, schade. Ich wollte da einen Trick machen. Ah. Nicht so geklappt. Ah, schön, dass man hier komplett einmal durch die ganze Stadt fährt. Auf jeden Fall. Also es meiner Meinung nach richtig, dass die sich war ja eigentlich bei den haben. Ja, war ja eigentlich bei den anderen Mario Kart Tour Strecken auch nicht anders. Ja, man hat auf jeden Fall was gesehen von den Sehenswürdigkeiten. Genau, das ist ja so ein bisschen das, was du ja auch eben gemeint hast, dass immer toll ist, wenn eine Mario Kart Tour Strecke dabei ist, aber natürlich auch wichtig ist, dass die sich integriert. Also genau, richtig, die muss halt bestimmte Mechaniken mit drin haben, finde ich. Dann macht die auch Sinn. Ja. Und dann macht das auch noch mehr Spaß, als sich einfach nur die Sehenswürdigkeiten dann anzuschauen, sondern auch wirklich, dass sie Sinn ergibt, dass sie auch in Mario Kart als Strecke auch cool ist und nicht nur schön anzusehen ist. Ja, genau. So, dann kommen wir direkt zur zweiten Strecke. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich mag ja gerne so Luigi's Mansion. Ne? So die Strecke davon. Geisterhaus war immer sehr cool. Deswegen freue ich mich persönlich immer, wenn eine Geisterstrecke dabei ist. Wo ich die das erste Mal im Trailer und so weiter gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, das hat sehr viele Ähnlichkeiten mit der Strecke, die du wahrscheinlich auch vom Super Nintendo vom so Super kennst. Nintendo, ja. Also es ist... Weil der Super Nintendo hatte, glaube ich, zwei Geisterstrecken. Ja. Die waren auch viel mit diesem Blöcke-Design und so weiter. Ja. Oh, hier gibt es zwei Abzweigungen. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Ja. Oh. Okay. Wow, da sind die Skelett- Fische hier. Vorsicht. Boah. Mal die Kurve ganz eng hier. Ja, ich musste extra die Außenbahn nehmen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es mit deinem Handling da ist, mit deinem
Card, aber bis jetzt eigentlich schaut es auf jeden Fall gut aus. Eigentlich ganz gut. Also es ist ja Bananen. Ist ja der Silberpfeil, den wir ja öfters auch mal genommen hatten. Ja, ja. Da kommt der blaue Panzer. Ja, auf der Rampe. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Computer in den nächsten höheren Klassen wieder ist. Ja, in den nächsten höheren Klassen auf jeden Fall ist. Der ein oder andere von euch weiß ja noch, wie wir manchmal teilweise auch am Fluchen waren. Das ja nicht immer so ganz fair der Computer die Sachen entschieden hat. Okay. Ah, komm. Ich will zumindest den ersten oder zweiten Wagen. Nein! Da kriegt dich der blaue Panzer. Krieg ich dich noch? Ah. Doch, könnte möglich sein. Ja, hast du noch. Aufpassen, nicht zu sehr ausbrechen hier. Jetzt, bam, doch noch reingefahren. Ja, ich hatte keine Kontrolle mehr. Ja, das ist der Silberpfeil von einer bekannten Automarke. Ja. Unter Umständen wurde der ja auch noch in anderen Sportarten als Silberpfeil bezeichnet. Ja. So, dann kommen wir zur dritten Strecke. 3DS Mario Kart 7 Gebirgsfahrt. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Ja, auf jeden Fall. Die erinnert mich tatsächlich an eine Strecke aus dem GameCube. Ja? Ja. Weißt du noch, diese Dinosaurier-Strecke vom GameCube? Ich meine, hier sind jetzt keine Dinosaurier, aber da bist du auch so durch die Luft geflogen. Ja, ja. Oder die Donkey Kong-Strecke mit dem Riesenfass. Sorry. Mit dem Riesenfass, genau, ja. Mit dem Riesenfass, das war ja auch auf dem Berg. Ja. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Ach, einfach nur weiter vorwärts. Okay, durch den Wald. Oh, hier kannst du aber sehr lange gleiten. Okay. Aha. Ja, ich glaube, bei Mario Kart 7 hatte ja zum ersten Mal diese Gleiterfunktion. Ja. Und dass du halt Karts und Kartteile oder so miteinander kombinieren konntest, hatte, glaube ich, Mario Kart 7 als erstes. Genau. Und ich glaube, dass diese Strecke hier klar so designt wurde, dass halt ja quasi das dazu passt. Ja? Das dazu passt. Dass das dazu passt und dass das quasi diesen Gleiter und alles, was so neu ist, so ein bisschen demonstrieren soll. Mhm. Dann bin ich einmal durch die Banane gefahren. Ist eigentlich lustig, ne? So ein Affe fährt durch seine eigene Bananenschale. Der DK hier, Donkey Kong. Ja, wo du das gerade sagst, da gibt's ja dieses typische Lied von dem DK, Donkey Kong. Ja, ja, dieser Donkey Kong Rap. Oh. Ja, komm. Und dann immer genau ausgucken, auf welcher Seite jetzt der nächste Fels dann runterkommt. Ja. Okay. Komm. Na, oh, der Klecks da oben stört mich nicht. Ja, manchmal hat man wirklich ein bisschen Glück, dass man da noch komplett vorbeigucken kann an dem Fleck. Manchmal. Ja. Also auf den höheren Klassen stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor hier. Ja, das kann auf jeden Fall hitzig werden, das Ganze mit dem Gleiten und so weiter.
Ja, vor allem, es gibt wenig Möglichkeiten, finde ich, richtig viel zu driften oder noch aufzuholen. Das heißt, wenn sich einer in der Luft befindet, könnte es unter Umständen dann schwierig werden, da nach vorne zu kommen. Das stimmt. Komm schon. Balle ich alles nach hinten. Aber sehr, sehr schöne Strecke, finde ich schon mal gut. Ja, also gefallen tut die mir auch. Der Felscup kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt bin ich mal auf die letzte Strecke gespannt. So eine bunte Mischung. Genau. Ich glaube, der Blätterwald war jetzt dran. Genau. Ja. Ja. Von Mario Kart Wii. Eines der beliebteren Mario Kart und gleichzeitig auch umstrittenen. Aufgrund der Karts und der Bikes, weil, ja, wahrscheinlich wissen einige das von euch, die Bikes waren im Vorteil gegenüber den Karts bei Mario Kart Wii. Weil man konnte mit dem Bike, konnte man noch so ein Wheelie machen, ne, also so nach hinten ziehen das Bike. Das hat einem nochmal zusätzlich einen Schub gegeben. Also man war da schon deutlich im Vorteil, wenn man da mit einem Bike gefahren ist. Das haben sie ja hier ein bisschen abgeändert, ne? Ja. So ein bisschen fairer gestaltet dann auch. Aber sehr schöne Strecke. Ich meine, die haben auch gar nicht so viel verändert von der Strecke hier. Nee, also vieles kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Also auch, wo das alles platziert ist. Weil man sagen muss, ja, die haben das aber auch so ein bisschen angepasst. Natürlich. Ja, ja, klar. Aber so jetzt vom generellen Aufbau und so, finde ich eigentlich, haben sie nicht so viel verändert. Also sie haben größtenteils wirklich so das Original belassen. Ja. Einmal so um dich schlängeln. Da habe ich jetzt Rücksicht auf dich genommen, dann bin ich voll gegen die Wand gedannt. Nee, stimmt. Also ist vieles so geblieben, wie man es kennt. Ja. Ist auch gut so, finde ich. Ja, zu viel abändern sollte man auch nicht. Genau. Aber wie du ja eben schon gesagt hast, das Problem war eigentlich damals auch nicht die Strecke. Also so finde ich jetzt zum Beispiel auch, ist nicht die Strecke das Problem, sondern wie du eben gesagt hast, damals waren wirklich die Bikes das Problem. Ja. Ich glaube, wir waren... Du oder ich? Ich bin relativ viel mit dem Lenkrad gefahren. Tatsächlich. Ja. Weil ich es ziemlich cool fand, da einfach die Wii-Fernbedienung reinzustecken und dann, ja, ich glaube, man hat da auch, wenn man die Cups, oder wenn das Spiel erkannt hat, dass du die mit dem Lenkrad gefahren bist, die Strecken, da hast du irgendwann so ein goldenes Lenkrad bekommen. Ja, ja, genau, bei dem Punkte sammeln. Genau, da hast du dann so ein goldenes Lenkrad abgebildet gehabt. Ja. Und das hat sich der, weil hat sich das Spiel auch gemerkt, weil ich glaube, du konntest 4 Spielstände machen oder so. Beim ja, so ungefähr. Ja. Ja. Baller ich nochmal alles nach hin. Voll die Bombe weggeworfen. Ja. Ja. So. Ja, das war oh, das war sowas von klar, ey. In der Luft. Boah, ey. In der Luft ist fies. Oder gerade wenn du irgendwo in einer bei einer Rampe bist. Ja. Das ist echt fies. Ach, aber gut, ja. Das war der erste neue Cup. Von Welle 3, der Felscup, kann sich sehen lassen. Gefällt mir schon mal richtig gut.
wenn man so persönlich sagen kann, was einem besser gefällt, dann gefällt mir Welle 3. Der Cup gefällt mir jetzt schon besser als Welle 2. Ja, weil Welle 2 hat auch seine guten Strecken, aber da waren so ein, zwei Strecken dabei, wo ich mir dann gedacht habe, so, boah, im Zeitfahren, oder? Ja, weiß ich nicht. Also Welle 2, ja, okay, da waren ein paar Strecken dabei, die waren nicht gerade fair, sage ich mal. Das weiß ich auf jeden Fall. Oh, Tanuki Mario. Ich bin auch mal gerade, wenn du den nimmst, dann nehme ich mal die. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gehabt. Der sagt Tanuki, die sagt Miau. So. Gucken wir mal. Gibt's denn hier? Oh. Ja, wie gesagt, den nächsten Cup weiß ich nicht. Mal mit einem dicken Mercedes fahren. Bisschen mehr Handling, oder? Boah, da war dann fast gar keine Beschleunigung mehr, das arme Ding, ey. Ich gehe mal so ein bisschen die Mitte. Oder? Ja, das ist ein bisschen. Schön so mit den weißen Rallye-Reifen, ey. Also Goldreifen. Nee, da ist die Beschleunigung nicht so gut. Oder mit den klassischen Reifen. Ja, gut, komm. Machen wir mal so. Ich probiere es einfach mal. Ja, ich glaube, ich nehme die auch. Okay, dann der Mondcup. Da ist auch Mario Kart Tour wieder. Das Pflaster von Berlin. Ja. Sind wir endlich mal in Deutschland. Und ja, dann vom DS Peach Schlossgarten. Bergbescherung. Da weiß ich gar nicht, dies müsste komplett neu sein. Ja, die müsste ganz gut. Und vom 3DS wieder Mario Kart 7, Regenbogen Boulevard. Von der Aufteilung her könnte man eigentlich meinen, ne, so die hinteren Cups hier, Felscup, Mondcup, das ist so Spezialcup oder so meistens dann auch. Ja, gewesen. So ein bisschen, ja. Oder nee. Warte. Nee, hier war Spezialcup. Ja gut, auch so von den neueren dann. Aber ja, auch, eine ja. Regenbogenstrecke muss immer dabei sein. Genau. So, dann fangen wir mal an. Ja, bin ich jetzt gespannt, ob das Pflaster von Berlin genauso verwinkelt ist oder... Wie Berlin selber. Wie Berlin selber, ja. Ich war noch niemals in New York. Oh, eine Mauer. Aha. Ja, da ist auf jeden Fall das Brandenburger viel Sehenswürdigkeiten. Tor, ne? Brandenburger Tor? Fahren wir jetzt direkt durch, ne? Ja. Cool. Durch den Torbogen. Aha. Ja, wie soll es auch in Berlin anders sein? Hier ist Verkehr, ne? Jawohl. Die Musik ist voll komisch. Hä? Wie? Da lang? Ah, okay. Einmal drumrum. Okay. Ah, nein. Boah, kann man da in die U-Bahn rein, oder was? Nee, Straßenbahn ist da. Ja. Geil. Versucht mich hier gerade noch zu orientieren. Ja, ich bin hier so Pi mal Daumen. Mal gucken, wo man... Oh, jetzt ist hier eine Rampe. Cool. Komm. Schaffen wir noch? Nein, nicht mehr. Ha? Ich wollte auf den LKWs. Boah. Nein! Ah, ich bin Schatten gezogen von dir. Ah, Mann. Komm. Boah. Da lässt der Bus mir keinen Platz. Oder muss er erstmal drauf klarkommen hier auf die Strecke, ey. Ja.
Nein, gut, ne? Wir sind ja auch vorher noch nie die Strecke gefahren oder so, aber so für den, ich denke jetzt so an den Start. Du kommst gerade in so einen Cup rein, ey, und dann direkt so eine Strecke. Aber die ist richtig übelst verwinkelt hier. Ich fahre hier irgendwie wie so eine Schleife die ganze Zeit. Jo, jetzt sind da auch noch die. Gegenverkehr. Oh. Hast du mich voll mitgenommen. Ich? Ja. War eine Rakete. Oder, ja, okay. Da ist der Fernsehturm. Ja. Oh, Vorsicht. Aber ich glaube, wir sind mehr damit beschäftigt, uns hier zu orientieren, als... Ja. Nein. Oh. War klar. Ja, ich... Komisch, ne? Ich hab die Tröte und du wirst getroffen. Ja. Das ist, ja. Links oder rechts? Okay. Egal. Einmal rum. Das ist ein Pilz. Aha. Ja. Komm. Da ist einer vor mir. Ich überrunde dich. Wuhu. Mach auf. Oh. Jawohl. Komm. Es. Boah. Also die Strecke hat's okay. In sich, ey. Als ja. Start für einen Cup. Als Startstrecke. Erinnert mich so ganz minimal an New York. Ja. So, ne? Ja. Auch ein bisschen Tokio. Ja, Tokio auch so ein bisschen. Ein bisschen, ne? Wegen der Brücke so. Aber ich fand New York fand ich ein bisschen noch irritierender. Also es ist... Bis jetzt am coolsten fand ich so, also von den Tourstrecken Tokio. Tokio und Australien waren ja so ein bisschen unsere... Ja, Sydney da, ne? Ja. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Schlossgarten hier. Ja, natürlich hat sie Mario als Hecke hier. Oh. Okay, da lang. Hä? Boah, da muss man aber... Ja, das ist auch wieder so ein bisschen, ja. Münzen sind wichtig. Okay. Boah, die Toads sitzen da auch schön im Garten. Oh, da ist... Oh. Nein. Ja, sicher. Sind das zwei oder drei? Ich weiß es nicht. Kommen wir hier nochmal hin? Hä? Oh, Piranha-Pflanze, Vorsicht. Aha. Irgendwas sagt mir, ob... Ey, Mounties sind wieder hier. Ja, sicher, ist klar. Hä? Okay. Fahren wir die Strecke rückwärts gleich, oder? Macht so ein bisschen den Anschein auf jeden Fall. Ja, weil da ist so eine Abzweigung. Wo wir noch nicht lang gefahren sind. Wofür ist die denn dann da? Hier ist die Peach-Hecke, da ist die Luigi-Hecke. Okay. Sehr schön. Ja, ist klar, dass der zu mir kommt. Geht's denn jetzt lang? Okay, nochmal hier. Nochmal an den Mounties vorbei. Okay. Aha. Okay. Hä? Da ist doch eine Abzweigung, da kann man doch gar nicht langfahren. Ah, okay. Also doch. Ah, nein, jetzt kann man hier langfahren. Okay. Jetzt geht's links rum. Aha. Boah. Also letzte Runde. Na, sehr schön. Nein. Ach so. Ah, ich hab... Oh, wieder Gegenverkehr. Was ist denn hier los? Der Stern... Oh. Ist klar. Habt ihr das gesehen, liebe Zuschauer, ey?
Der Stern, boom, bin ich voll gegen den geballert und hab den meinem Panzer da entgegengeschmissen, ey. Oh, man kann fliegen. Aha, okay. Oh, Vorsicht. Kannst du einen Trick noch machen, ey. Nein! Ey, was ist denn hier los, ey? Ich hab schon gedacht, ich wäre jetzt hier runtergebrettert. Der hat Pilze fallen lassen. Ja, irgendwie ist das gut mit dem Gegenverkehr, aber nur solange man vorne ist. Okay. Boah. Komm. Aber finde ich cool. Boah, ey. Ist jetzt nicht so spektakulär, die Strecke, aber... Nee, aber die letzte Runde, die musst du komplett... Also weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich komplett war. Dafür habe ich mich jetzt zu sehr auf die Fahrweise konzentriert. Aber ich hatte so das Gefühl, die letzte Runde war jetzt komplett die Strecke rückwärts. Ich habe also, vor im Spiegel gehabt. Boah. Ja, das wird... boah. Berlin, gespiegelt. Wenn die alle mit ihren Panzern und so weiter rumschmeißen, dann wird's... Ja. Ja. Abwarten. Aber damit sind wir dann bei der dritten Strecke, nämlich Bergbescherung. Sieht sehr, sehr schön aus. Passt ja auch zum Thema. Genau. Ding, 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 ding. Da hat man noch die Glocke, gell? So, dann einmal schön durchs Weihnachtsdorf hier. Er sieht auch richtig, auf jeden Fall richtig weihnachtlich aus hier alles. Kann man hier die... Ah, kann man doch hoch. Oh, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Zug vielleicht einen entgegenkommt, oh, oder? Bitte? Nee, doch noch nicht. Nee, ich denke mal, er kann dich treffen. Aber nicht jetzt am Anfang, weil du kommst ja gar nicht bei seiner Geschwindigkeit hinterher. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ja, es vielleicht doch den einen oder anderen Weg gibt. Kann man hier auch irgendwo abkürzen so? Ja. Aha. Okay. Ja, gefällt mir. Auf jeden Fall. Also es ist zumindest jetzt noch ganz entspannt irgendwie. Ah, nein. Aber die Schienen macht Spaß. Oh, hier an der Brücke kann man Trick vollführen. Und auf der anderen Seite auch davon. Wenn du genau die Kanten mitnimmst. Blauer Panzer. Naja. Komm. Jawohl. Nein. Mein Gott. Genau bei diesem Turbo-Dings, ey. Komm. Oh, wie viele Züge fahren denn hier, ey? Zwei? Ich meine nur einer, aber... Ich habe jetzt auch nicht so sehr darauf geachtet. Ich glaube, das ist nur einer. Komm. Wuhu! Yes! Oh! Und nochmal. Jawohl. Und nochmal. Und los geht's. Ja. Yes! Oh, Banane. Komm. Jawohl. Jo. Jawohl. Komm. Ja. Hey. War so klar, ey. Das war so klar. Ich wollte noch den letzten Stunt dann noch mitnehmen und dann noch den letzten vor dem Ziel. Oh. Das war so klar, ey.
Aber eine sehr, sehr schöne Strecke. Ja, von der Deko und so weiter finde ich echt schön gemacht. Mit dem Zug weiß ich jetzt nicht, ob der auch wirklich nur Dekoration ist oder... Oh, da bist du ein großer Fan von, ne? Schön über den Mond fahren, Planeten überall. Ja. Die sieht echt schön aus. Wenn nicht sogar fast die schönste Regenbogenstrecke, die wir bis jetzt haben. Mal sehen, ob die sich auch so fahren lässt. Ja, okay. Cool. Oh, nein, 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 nein. Da habe ich zu viel. Boah, da muss aber aufpassen. Ne? Also auf 200, da segelst du weg. Ja. Oh, ein Pilz, ja. Nehme ich gerne. So. Ah, Runde 2. Okay, das ist auch so eine fortführende. Keine runden Strecke. Ja, dass das eine Bahn ist. Genau, genau. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Die Ringe vom Saturn. Oh. Okay. Ja, hier und da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Oh. Bin ich runtergefallen. Ich bin schon 2-3 Mal runtergefallen. Nee, ich bin auf den Mond gefallen. Ach so. Ah. Hier war ein Loch. Was ist das denn? Ah, jetzt, Alter, okay, wo geht's denn hier lang? Ach, da. Jetzt bin ich da, wo du warst. Okay. Mit den Kratern und so weiter meinst du wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Boah. Tunnelblick. Wuhu. Nein. Boah, ich mach immer zu viel. Durchgehenden Drift. Boah, Meteor. Komm, komm, komm. Jawohl, den habe ich noch. Den auch noch. Komm, 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 komm. Den auch noch. Und den. Ja. Nein. Jawohl. Ich fall runter. Nein. Oh. Jawohl. Boah, auf einer höheren Klasse. Also. Vorsicht. Du hast noch. Ja, den kann ich nicht. Nee, ich wollte nur sagen, auf einer höheren Klasse, oh, da wird, boah. Ja, 200 wird schon... Ja, da sowieso. Wird schon sportlich. Ja. Aber auch sehr schön. Doch. Finde ich echt gut. Gefallen tut die mir auf jeden Fall sehr gut. Ich bin nur echt positiv überrascht von der dritten Welle. Ja. Kann sich sehen lassen, ne? Auf jeden Fall. Ich hoffe, bei der vierten Welle gibt es auch wieder eine Geisterstrecke. Aber nice. Finde ich gut. Ja, damit haben wir die 50er-Klasse dann abgehakt. Mhm. Würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Machen wir mal die 100er-Klasse auch noch. Würde ich auf jeden Fall mal austesten. Da geht es jetzt schon ein bisschen... Ein bisschen mehr in die Knochen. Ja, so langsam, ne? Langsam, ja. Immer knochentrocken. Wo du es gerade gesagt hast, gib mal ein bisschen mehr in die Knochen. Knochentrocken. Ja, ich bin gerade am überlegen, wen nehme ich denn? Na? Ich würde mal gerne Yoshi testen. Grün. So, den nehme ich auf jeden Fall mal mit einem Goldcard. So viel steht fest mit den Goldreifen, da bin ich mir nicht sicher. Oder? Knochentrocken ist eigentlich auch einer von den nicht direkten, leicht, ja doch, leicht Gewichten, aber es gibt noch eine Stufe drunter, die noch leichter sind, nämlich die Babys. Ja.
Also im kompletten Goldcard ist auch cool, ne? Goldenen Reifen. Das. Ah, komm. Der ist ein bisschen mehr auf Tempo. Komm, ich mach komplett goldig das, hier. Dass der ein bisschen mehr Handling hat, oder? Ja, du hast die Bolide, ne? Aus Mario Kart DS. Ja. Vom Mario. Ja. Also von den Stats her sieht's gut aus bei dir. Ja, ich versuche so in der Mitte zu bleiben, weil da bin ich eben auch ganz gut, zumindest bei dem Cup gefahren. Mhm. So, dann geht's wieder nach London, aber diesmal mit 100 CCM. Mhm. Ich bin auch jetzt mal gespannt, wie schnell die Gegner jetzt anziehen. Ne? Also wie schnell der Schwierigkeitsgrad bei denen jetzt angezogen wird. Ich denke mal, bei gespiegelt und 200, da werden wir es auf jeden Fall zu spüren kriegen. Ja, da auf jeden Fall. So. Dann mal schauen. Bam. Okay. Komm. Nein. Oh. Ja, man merkt auf jeden Fall, 100 ist schon ein bisschen schneller. Komm. Ah, den hätte ich jetzt aber gehabt, du. Ja, jetzt aber. Ah, den hätte er mir aber noch geben können. So. Das ist das Riesenrad. Fontaine Café. Okay. Ja, jetzt geht es auch ein bisschen darum, wer hat die Strecken gut verinnerlicht, ne? Ja, das auch. Oh. Habe ich es gerade gesagt, dann werde ich vom Hund hier. Ja, bei mir auch. Ja, mit den Münzen sammeln, das ist so eine Sache. Muss man auch immer ein bisschen im Auge behalten. Naja, hatten wir ja mal auch gesagt in den vergangenen Parts, dass ja, die Münzen nicht unwichtig sind. Je mehr Münzen du hast, ne, maximal 10, das erhöht auf jeden Fall dein Tempo und deine Beschleunigung auch ein bisschen. Weil die sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Komm. Ja. So, jetzt sind die frei am Rumlaufen oder hüpfen. Ah, okay. Oh, blauer Panzer. Ja, ich habe, glaube ich, genügend Vorsprung. Der braucht ein bisschen. Nein, ich wollte eigentlich da drüber springen. Dann hat der mich noch zusammengequetscht. Ja, die Münze wird mir natürlich geklaut, aber okay, brauche ich eh nicht. Komm, Brücke hoch. Ah, zu spät. Ah, Mann. Hätte ich noch einen Trick machen können. Ah. Okay. Jawohl. Komm. Also. Jawohl. Ja, auch noch mal ein bisschen Stoff hier. Da wird dir der letzte Pilz geklaut. Da will mich doch komplett veräppeln, ey. Mann. Weißt du, den einen Pilz in der Kurve, dann noch für die Gerade nehme ich dann noch den zweiten, dann hebe ich mir extra noch den letzten für die Zielgerade auf. So, 100 CCM, Buhu, Tal. Das sieht aus wie Luigis Mansion da hinten. Ja, ne, hat so ein bisschen Ähnlichkeit auf jeden Fall. Ist sie das wirklich? Warte mal.
Nee, kann gar nicht sein. Game Boy Advance, Luigi's Mansion, GameCube. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eher so an hier Super Mario World und so weiter. Mit ja, den Geisterhäusern. Kann sein, diese Geisterhäuser, ne? Diese Designs. Aber wenn man auch, wie du jetzt eben gesagt hast, wenn man auch hier Luigi's Mansion mal betrachtet, so richtig sachlich betrachtet, dann hat die Mansion von Luigi's Mansion auch wiederum vom Design und so weiter Ähnlichkeit mit den Geisterhäusern von Super Mario World, also ein bisschen so, ne? Ja, ja. Oh mein Gott! Hin und her. Komm, den kriege ich jetzt noch. Kann doch nicht sein, dass der einfach an mir vorbei rast. Jawohl. Komm. Die hauen sich hier gegenseitig die Köpfe ein. Also ganz ehrlich, bis jetzt alles in Ordnung. Nein. Hoffe, das bleibt so. Letzte Runde. Komm. Boah, der Bowser, der ist aber richtig aggressiv gerade. Dem gefällt wahrscheinlich gar nicht, was da abgeht. Den habe ich jetzt einmal weggehauen. Wo ist der Koopa? Da ist er. Okay, den habe ich noch. Komm, den kriegen wir noch. Jawohl. Hä? Wie? Der rast einfach an mir vorbei. Hast zu spät. Hättest den, wo der vor dir war, hättest ihm eine geben sollen. Ja, aber der kam ja auch so komplett angeschlichen. Na gut. Ja, der Koopa, der war eben richtig krass auf den Fersen und hat mich dann auch meistens wieder überholt. So, jetzt wird's interessant hier mit Gebirgsfahrt. Mhm. Boah. Doch ein bisschen zu früh gedrückt. Boah. Da wäre ich fast runtergefallen. Ja, die Musik von dieser Strecke finde ich irgendwie voll cool. Ja. Hey, schenk fest. Komm. Jawohl. Bis vorne. Ja. Weil ich denke mal, du wirst. Ja, ich bring mal Gesellschaft mit hier. Den Koopa. Boah, muss voll aufpassen, dass du hier nicht gegen den Baum fliegst, ey. Nein, da kommt er. Toll, ich hab die Tröte. Ah. Nein, boah, ich wollte schon sagen, kriege ich auch noch einen Felsen direkt an die Nase gebrettert. Kannst aber echt viel überbrücken damit. Ja. Wenn du da richtig gut wegkommst. Kommt da eigentlich aus den Röhren auch Luft raus? Ja. Vielleicht ja. Noch länger? Ja. Aha. Kannst sogar hier die Röhren mit benutzen, glaube ich. Hallo. Hier. Ja. Zack. Kannst sogar noch weiter fliegen. Ja. Ach so. Ich weiß halt nicht, wo Schluss ist. Ja. Und inwieweit du halt Sachen überspringen kannst, bevor dich der Lakitu mit seiner Wolke da aus dem Verkehr zieht. Ja. Boah. Das ist echt eklig, hier als Kleiner rüber zu fahren, ey. Boah. Ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht. Oh! Komm. Kommt die Grütze da wieder, ey. Hey, Alex. Hallo.
Fledermäuse. In der Höhle ist eklig. In der Höhle ist eklig. Ja, du hast erstmal die Tinte da vor der Nase, dann kommen die Fledermäuse und ballern dich nochmal schön an die Seite. Ach. Komm, komm, komm. Jawohl. Ja. Münzen. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl. Nein! Nein. Hä? Ich hab den noch gekriegt. Boah, ey. Ich hab schon gedacht, ich fall da jetzt komplett runter, aber ich hab's noch gekriegt. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Puh. Okay, ein bisschen mehr Abstand habe ich jetzt noch hingekriegt. Das ist gut. Gut gewesen, ja. Boah, aber in der Höhle war eben richtig, du hast gar nichts mehr gesehen. Und dann kommen die ganze Zeit die Fledermäuse von der Seite und hauen mich dann immer mehr und mehr nach rechts. Also in der Höhle ist echt eklig. Ja. Da die Tinte abzukriegen, ey. Boah. Der war gut. Na, eine, okay. Boah. Komm, 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 komm. Boah, ich bin schon am Überlegen, hier mit 200 Sachen drüber zu fahren, ey. Oh. Boah. Wie heißen die Raupen hier nochmal? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Letztens weiß irgendwas ich das mit noch. W war das doch. Ja, war das nicht der Wiggle? Oder Wiggle oder Wiggler? Wiggler, 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 ne? Ja, Wiggler. Wiggler. Ich glaube, so hießen die, ja. Wenn man auf die gesprungen sind, dann sind die immer sauer geworden. Genau, da wurden die rot. Ja, an so ein paar Namen erinnert man sich, wenn die irgendwo noch mal vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, gibt's ja so viele Gegner und Charaktere im Mario-Universum, ey. So viele Bezeichnungen. Ja. Wobei ich finde das eigentlich auch gar nicht immer so schlecht, dass die alten Gegner immer mal wieder auftauchen. Ja. Vielleicht an einem anderen Ort, anderen Zeitpunkt und so weiter, aber man fühlt sich halt immer direkt schon in so einem Mario-Spiel drin, wenn dann die Gegner auftauchen, die man aus alten Teilen noch kennt. Ja, so hier die Goombas, ne? Die sind gefühlt in jedem Mario-Spiel. Ja, Goombas, dann die Wiggler, die Raupen. Ja. Und dann gibt's aber hier so Gegner, wo du dir denkst, so ja, okay, der Name ist schon naheliegend, ne? Da haben sie es sich ziemlich einfach gemacht, da. So wie Buhu. Was macht ein Geist? Ja. Ne, also Buhu. So. Oder Bomb Bomb. Ja. Das stimmt, ja. Oder ein Stein, der auf dem Boden fällt, der macht einfach Wumms. Und die heißen einfach Wumms. So. Oh Mann. Oh, blauer Panzer, blauer Panzer. Ja, ja. Hab ich schon vernommen mir. Aber noch auf der Sonnenseite hier. Komm, 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 komm. Hier, da ist auch nichts drin. Komm, gib Gas. Jawohl. Komm, komm, komm. Boah, bei deiner Pilze liegen lassen. Nice. Und die Münzen gönne ich mir noch. Jawohl. Noch meinen. So. Der war schön. Ey, hast dich ja doch noch durchgesetzt dann. Mhm. Ja, wie gesagt, das gefällt mir an der 100er Klasse noch manchmal ein bisschen besser, weil da hast du noch ein bisschen die, also von meiner Position gesagt,
bisschen die Kontrolle, ne? Ah, schaffen wir noch den 100er? Ja, schaffen wir noch. Was denkt ihr, Freunde? Schaffen wir's? Ich würde mal sagen, da hat auch keiner was dagegen, wenn man zumindest. Hat da keiner was gegen. Das ist einfach, nee, ich meinte, das war ein bisschen überziehen. Weil es lohnt sich ja auch. So, ich hatte Knochen trocken. Wen nehme ich denn jetzt? Will man nicht immer dieselben nehmen hier, ne? Ich nehme mal Daisy. Und diesmal mit dem Motorrad. Ich nehme mal, ich setze mir mal so meine eigene Challenge. Ich fahre jetzt mal mit dem Motorrad. Aber ich suche mir das Motorrad natürlich selber aus. Ganz klar. Ich glaub, das ist ein Quad oder? Ne, das wäre ein Quad, ne? Ja. Ja, man erkennt es ja da unten. Ja, ja, an den Symbolen. An dem Symbol, neben dem Namen links, was es dann tatsächlich ist. Das ist zum Beispiel ein normales Bike. Und das sind dann halt diese Rennbikes, ne? Ich glaube, ich bleib bei den Sachen. Eponator Zero. Der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Für die Daisy. Ja, hier so Holzreifen. Es wird optisch passen, ne? Also, so ist das nicht. Ja, die beschleunigen. Ja, komm. Ich glaube, bin noch nie mit Holzreifen gefahren. Aber das sind so Sachen. Stell dir mal vor, einer fährt wirklich mit Holzreifen. Also, es ist. Mit einem Panzer kannst du wegschmeißen. So, Mondcup. Auf 100. Mhm. Ja, dann viel Spaß in Berlin. Auf jeden Fall, ja. Da müssen wir mal fahren. Ich finde das Wortspiel auch so treffend, ne? Pflaster von Berlin. Ist wirklich. Das ist. Brechenhart ist das. Aber schön sieht's aus, also keine Frage. Designmäßig haben sie es echt gut hingekriegt. Ja. Krieg ich keinen Windschatten? Jetzt? Wow. Ah, ein bisschen spät. Ey. Warte, ich mach den mal weg da. Dann kann er dich nicht mit dem grünen Panzer da abtreffen. Ja, oh. Toll. Und ich krieg direkt von hinten. Rein. Wieder nach vorne fahren hier. Komm. Wieder auf dem Weg. Boah, hier kann man durch? Ja, da bin ich. Ich hab gedacht, man darf da nicht runterfallen. In der 50er Klasse bin ich da versehentlich runter. Die hat die ganzen Items mitgenommen. Jawohl. Ja. Boah, die geht Mann. Schon ab hier, ey. Die Toadette. Ja, die war eben bei mir auch vorne am Hängen. Komm. Jawohl. Einnahme auf schon mal. Oh. Mein Gott. Muss man nach vorne kommen hier, ey. Banane. Mit einer Banane. Ich finde das immer so ein bisschen gemein, wenn du dann in die Kurve dich legen willst und dann kommt dieser Blitz, das, ne, dieses Springen, was du dann in dem Moment machst, diesen Drift, den du machen möchtest, der wird dann nicht mehr richtig gezählt. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann bist du, ich glaube, das hatten wir ja auch mal angesprochen in den anderen Cups damals. Durchaus, denke ich mal, ja. Ja. Dann. Ich glaube, da kommt ein blauer Panzer, kann das sein? Ja. Ja, jetzt. Da ist er. Und weg. Boah. Mitten auf der Strecke hier. Jawohl, der haut sich dann nochmal. Ja, und der auch noch.
Okay. Ich bin im Flow. Bin im Flow, jawohl. Oh! Nein, 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 nein. Oh, Junge. Hau ab mit dem blauen Panzer. Nein! Ab ins Boah, Ziel. Ey. Zum Glück habe ich noch einen Pilz gehabt. Jo. Ja, manchmal muss man sich so seine eigene Strategie zusammenbasteln. Ja, da hast du recht. Boah, jetzt kommt nochmal der Schlossgarten. An dieser Strecke hier, weißt du, was mich da nervt? Oder generell so an so Strecken, die so sind wie der Schlossgarten. Du hast so eine Grasfläche und dir juckt's in den Fingern, da willst du mit einem Pilz drüber fahren, weißt du, aber du kannst nicht. Weil du keinen Hass. Ja, das stimmt. Du musst außen rumfahren. Oh, jetzt kommt der Dings wieder hier, ey. Na, der andere auch. Boah, die kommen aber echt nah dran. Komm, 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 komm. Okay, hier kann ich ein bisschen mehr. Ah, Mann. Alles klar, muss ich mir mal merken. Ich kann ein bisschen mehr reindriften. Ah, ich wollte dann den Jumper mitnehmen. Okay. Jawohl. Ist klar, dass der jetzt auch da lang muss. Oh Mann! Blauer Panzer. Naja. Da war so klar. Oh! Der nimmt den Hund auch direkt mit hier. Und voll gegen die Wand. Weit abgeschlagen. Aber nicht schlimm. Geht alles hier. Oh! Hätte ich da noch einen Trick vollführen können? Ich glaube nicht, die Zeit war zu kurz. Nein! Oh Mann, nein, nein! Schon wieder blauer Panzer. Weil diesmal habe ich eine Tröte. Komm her! Boom! So. Krieg ich noch. Oh ne, Gegenverkehr. Gegenverkehr. Jawohl. Was hat die eigentlich für eine Reichweite da, die Piranha-Pflanze? Das weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, das ist dieser weiße Bereich da, der ja, unten bei der ist. Aber ich bin da eben auch durchgefahren und irgendwie war das nicht unbedingt so der Bereich. Oder muss die dir zugewandt sein, die Pflanze, auf der Seite dann? Also, dass sie dir dass quasi in die Richtung guckt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah. Wieder blauer Panzer. Ja, ich bin drin. Alter, wie viele blaue Panzer waren das denn jetzt? 3 Stück? Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nein, 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 Kollege. Boah, ey. Wen trifft denn der blaue Panzer hier? Achso, ist weg. Hä? Wen würde der denn dann als nächstes treffen? Oder macht er erstmal so eine komplette Runde und dann der so als letztes noch reinfahren will, der wird dann auch noch getroffen. So. Ich glaube, das war mal gewesen, ne? Da warst du, glaube ich, im Ziel gewesen. Da war ich ja derjenige, der als nächstes hätte getroffen werden müssen. Ja, ja, beim zweiten Platz weiß ich das, ja. Und dann hat mir das ja die ganze Platzierung teilweise versaut. Der Roy, der ist auf Krawall gebürstet hier. Ja. Ist ja einer von den Cooperlingen. Ah,
jetzt habe ich den Stunt nicht mehr geschafft. Boah! Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich finde, auf einer Strecke, was mit Schnee ist und so, rutschst du. Ja, so. Also irgendwie merke ich da was bei der Haptik so. Ja, ja. Irgendwas ist da anders. Die werfen die ganze Zeit irgendwas nach mir hier. Ja. Mann. Komm, komm, komm. Jawohl. Ey. Den kriege ich jetzt wieder. Pass mal auf. Kollege, so lasse ich dich nicht davon kommen. Ja. So nicht, du, so nicht. Schon wieder ein blauer Panzer. Das war so klar. Ich bin jetzt mal unten lang gefahren. Oh, unten kommt mir irgendwie länger vor. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie anders. Auf den Schienen bist du die ganze Zeit nur geradeaus. Ach, toll, jetzt krieg ich die Tröte. Boah. Wow. Und schon ist die Tröte wieder weg. Und der blaue Panzer. Nein. Das war sowas von Nein. klar. Nein. Das war sowas von klar. Nein. Das ist nicht wahr, ey. Boah, ey. Als wenn es geskriptet wäre, ey. Ja, ne? Ich krieg einen blauen Panzer, danach kriege ich die Tröte, damit es echt schön blöd aussieht. Dann wird mir die Tröte mit einem Blitz geklaut und dann kommt der nächste blaue Panzer. Nee. Vom Pech verfolgt, ey. Oh, Mann. Ja, was soll man sagen, ne? Das ist Mario Kart. Ja, das ist Mario Kart. Das ist einfach Mario Kart. So, Regenbogen Boulevard. Ich find's cool, wie die Toads da in ihren Anzügen sind, ne? Die Astronautenanzüge. Ja, ja. Mhm. Als wenn man denen so ein Goldfischglas oben drauf gesetzt hätte oder so. Jawohl. Komm. Ja. Oh. Komm. Alter, das sind scharfe Kurven, ey. Oh. Ja. Das ist der abgebrochene. Oh, Blaupanzer. Der wurde aber ziemlich früh abgeschossen. Also wer auch immer den blauen Panzer. Ja, ich glaube so 6er, 7er, 6er, 5er Platz so. Ich wollte nur sagen, wer auch immer den blauen Panzer eben abgeschossen hat und mich treffen wollte, das war sowas von sinnlos, weil ich bin ja so schon runtergebrettert. Nein! Schon wieder runtergefallen. Ja, ich auch. Ja, aber auf dem Mond. Das geht ja noch. Geht's ja lang, ey. Boah! So ein Beschiss, ne? Ja, da kommt ein...
Ich muss aber. Oh. Komm, 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 schaffst du noch. Nein, nein. Schaffst du nicht mehr. Muss aber. Boah. Sowas von klar, ey. Ja, ich halt. Du wirst schneller groß als ich. Wahrscheinlich. Nee. Du bist schneller groß. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin doch Erster. Nintendo, was ist da falsch? Ja, aber wahrscheinlich, wie wir ja schon mal gesagt haben, wahrscheinlich wird das wirklich so gezählt. Ab dem Zeitpunkt, wo das eingetroffen ist, war ich Erster. Ach, und du so. Hattest ja mal ja, erklärt, dass das von hinten nach vorne irgendwie sich dann wieder zurück aufbaut. Aber ich habe gedacht, das Spiel wäre jetzt so fair, wenn du dann überholst, dann hast du auch ja. In dem Sinne den schwarzen Peter so, ne, dass du dann halt in Kauf nehmen musst, dass du halt als letztes groß wirst, so. Aber gut. Okay. Aber habe ich dich am Ende noch gekriegt? Ja. Das ist doch gut, dann haben wir 3 Sterne. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt wo wir sie zum zweiten Mal fahren, ich finde die Regenbogenstrecke echt genial. Ja, also wie gesagt, ich hatte hier und da hatte ich diese Patzer da von mir jetzt selber auch gehabt, aber mir gefällt die auch richtig gut. Also im Endeffekt kann man eigentlich sich nicht großartig beschweren, also zum Vergleich zu der vorherigen Welle. Ja. Also auf jeden Fall der Streckenpass. Ich weiß jetzt nicht, was du von dem hältst, aber ich würde von meiner Seite schon mal sagen, so, der überrascht mich echt positiv. Ja. Ja. Das also auf jeden ich finde den auf Anhieb schon besser als den zweiten. Also als die zweite Welle. Könnte ich mich auf jetzt Anhieb. Auch anschließen, ja. Ja. Okay. Dann haben wir so gesehen 50er und 100er damit abgeschlossen. Mhm. Hoffen wir, dass wir in der nächsten Klasse auch das Glück haben, so gut davon zu kommen. Genau, da geht es um 150 CCM. Aber wir sagen an dieser Stelle erstmal so, Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von Mario Kart 8 Deluxe. Genau. Plus und DLC. Richtig. Also Welle 3 vom Streckenpass. Entschuldigung, da ich dich unterbrochen habe. Und ja, sehen uns auf jeden Fall beim nächsten direkt wieder. Ja. Und abschließend bleibt nur noch zu sagen, wie wir gerade erwähnt haben, der gefällt uns eigentlich jetzt ganz gut. Ja, mal gucken, wie lange. Genau, mal gucken, wie lange. Aber jetzt kommen ja die harten Brocken. Hast du eigentlich jetzt schon so eine Lieblingsstrecke, schon so ein bisschen dir schon... Eine Lieblingsstrecke? Ja. Ja. Also meine wäre so, diese Weihnachtsstrecke finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde Blätterwald ziemlich gut. Ja, Blätterwald gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Ich finde Blätterwald ziemlich gut. Ja, tatsächlich. Ja, doch. Würde ich wahrscheinlich sagen, Blätterwald, ja. Obwohl, ja, von den Tourstrecken fand ich jetzt, Berlin ist total verwinkelt, ja. Finde ich aber so jetzt, ne, vom Design und so weiter, finde ich eigentlich richtig gut gemacht. Ja. Die London-Strecke gefällt mir ein Ticken besser, weil das nicht so kompliziert ist. Aber ja, im Großen und Ganzen gefällt uns eigentlich alles ganz gut. Ja. Passt eigentlich auch von der Mechanik, finde ich bisher. Ja. Haben sie ganz gut eingepflegt. Genau. Dann sagen wir nur noch vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Wir würden uns sehr darüber freuen. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.